Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. In diesem Videoclip wollen wir mal Terme vereinfachen und wir sehen, dass das alles Terme sind, die irgendwie mit den binomischen Formeln zu tun haben. Also hoffentlich sehen wir das. Falls nicht, sollten wir uns mit dem Thema binomische Formeln nochmal befassen. Dazu haben wir natürlich auch Grundlagenvideos. Einfach mal diese mit anschauen. Und ich habe sie hier einfach nochmal hingeschrieben, wie die binomischen Formeln funktionieren, ne? Also die erste binomische Formel, a plus b in der Klammer zum Quadrat. Genau so etwas haben wir hier. So, a plus b, hier ist es halt eben die 1, dazu kommen wir dann eben gleich noch. Dann wird daraus a² plus 2ab plus b², die zweite binomische Formel a minus b, dann wird das daraus und a plus b und a minus b, ne, kann man sich daraus merken, die erste mit plus, die zweite mit minus, die dritte einmal plus, einmal minus. So sind die binomischen Formeln. Dazu im Prinzip tatsächlich nochmal das andere Video anschauen. Hier stehen sie nochmal und wir gucken mal, wo können wir was entsprechend mit anwenden. Diesen Term wollen wir also insgesamt einfach nur vereinfachen. Schauen wir mal. Also hieraus wird, ich mache dann mal gleich, ne? Was wird daraus insgesamt? Also diese ganze Geschichte, a minus 1 und das ins Quadrat. Wir haben eine Klammer, wir haben zwei Zahlen mit einem Minus dazwischen, eine Klammer und das wird halt quadriert. So, Klammer, Quadrat, eine Zahl minus eine andere, mit, also ne, eben mit einem Minus dazwischen, zwei Zahlen und Minus dazwischen. Das ist also tatsächlich die Form für die zweite binomische Formel. Und jetzt müssen wir einfach von diesem allgemeinen Fall hier in den konkreten überführen und gucken, was bedeutet das. Hier haben wir a minus b. Das erste ist a, das zweite ist b. Im konkreten Fall, also a ist a. Das, was hier a heißt, heißt auch dort a. Was hier b heißt, heißt hier 1. So, und jetzt wissen wir, was daraus wird. A wird quadriert, das heißt ja hier auch a, also a wird quadriert. So, dann heißt es minus 2 mal a mal b. Minus, das ist a, das ist b. A mal b wäre a mal 1, also wäre a. Und das Ganze sollen wir 2 mal nehmen, also minus 2a. Minus 2 mal a mal 1 wäre es ja, ne? A mal b. Minus 2 mal a mal 1. Mal 1, das schenken wir uns. Dann heißt es plus b Quadrat. Plus das, was hier b heißt, wie gesagt, ist hier die 1, also plus 1 Quadrat. Das Quadrat schreibe ich nicht hin. Das lassen wir gleich sowas, ne? Also einfach nur gleich 1. Plus, jetzt steht hier noch eine 3 als Faktor vor so einer Klammer. Und wir machen das so, dass wir, ne, die Regel heißt ja, hoch vor Punkt vor Strich. Also generell die Regel, Punkt vor Strich Rechnung kennst du. Hier heißt es hoch vor Punkt vor Strich. Das heißt, wir versuchen nicht, die 3 da jetzt erstmal irgendwie mit reinzukriegen und so weiter. Die lassen wir erstmal wirklich außerhalb der Klammer und gucken uns jetzt an, was passiert da innerhalb der Klammer. Da haben wir eine Klammer mit einem Quadrat und zwei Zahlen, die addiert werden. Eine Klammer mit Quadrat und zwei Zahlen, die addiert werden. Erste binomische Formel. So, das erste, was ich, also das, was hier a heißt, heißt auch dort a. Was hier b heißt, heißt dort 1. Genau wie wir es hier eben gerade schon hatten. Und dann wird daraus im Prinzip das gleiche, was wir eben hatten, nur mit einem Plus dazwischen. Also, das a soll quadriert werden. A Quadrat. Dann plus 2 mal a mal b. 2 mal a mal 1. Also plus 2a. So, und dann heißt es plus b Quadrat. Plus, das b ist die 1 ins Quadrat, also plus 1. Klammer zu, das Ganze, was hier jetzt also rausgekommen ist, das soll mit der 3 multipliziert werden. Und deswegen ist die ganze Klammer so wichtig, weil sie einfach guckt, was kommt denn hier insgesamt in der Klammer raus. Und alles das soll ja mit der 3 multipliziert werden. So, plus, dann haben wir hier a minus 1 mal a plus 1. Hier sehen wir die dritte binomische Formel. A plus b mal a minus b kann man natürlich auch entsprechend umdrehen, das ist Wumpe. Also da haben wir einfach, ne, zwei Zahlen, die mal addiert werden, mal voneinander abgezogen werden. Und das erste davon ist dann das a, genau wie hier tatsächlich auch, tatsächlich heißt a. Das zweite, was dann eben einmal abgezogen und einmal addiert wird, ist dann eben hier in diesem übertragenen Sinne das b, also hier in dieser konkreten Aufgabe die 1. Und dann heißt es a² minus b². In diesem Fall a ist das a, also a² minus b². B ist ja hier die 1 und die soll quadriert werden. Minus 1 Quadrat. Schon wieder schenke ich mir auf jeden Fall diese 1, das Quadrat. So, jetzt muss ich natürlich noch gucken, was kommt hier entsprechend raus, wenn ich die Klammer wegmache. Ich will es ja möglichst ohne Klammer stehen haben. Also schaue ich schon mal, was kann man machen. Haben wir hier stehen a² minus 2a plus 1 plus, und jetzt, ne, der Faktor vor der Klammer wird multipliziert mit jedem Term
innerhalb der Klammer. Ja? Stichwort ausmultiplizieren, auch dazu gibt es natürlich Videoclips. 3 mal a Quadrat, 3a Quadrat plus 3 mal 2a sind 6a plus und 3 mal 1 ist 3. So, jetzt haben wir diese Klammer hier ausmultipliziert. Weiter geht's mit plus a Quadrat und minus 1. Und jetzt gucke ich, was kann man entsprechend alles zusammenfügen. Also wir haben einmal a Quadrat plus 3a Quadrat. Das sind 1a Quadrat plus 3a Quadrat plus noch ein a Quadrat. Dann haben wir neben den Quadraten haben wir noch ganz normale a's. Minus 2a plus 6a, das wäre es. Und was haben wir noch? Wir haben noch die ganz normalen Zahlen. Plus 1, plus 3, minus 1. So, das eben entsprechend einfach quasi mit Farben hervorgehoben. Dadurch wird es dann extrem einfach. Ich gucke einfach, fangen wir an mit a hoch 2. Ne? Also ich fange mit den höchsten Exponenten an. Also a Quadrat. Hier haben wir a Quadrat plus 3a Quadrat sind ja insgesamt 4a Quadrat plus noch ein a Quadrat, also insgesamt 5a Quadrat. So, dann haben wir a hoch 1, also ganz normale a's. Minus 2a plus 6a, ich kann auch andersrum vorgehen, 6a minus 2a. Und das sind ja insgesamt plus 4a. So, und jetzt noch die ganz normalen Zahlen. Plus 1, minus 1, das hebt sich auf. Und das Ganze noch plus 3. So, und damit habe ich alles bedacht, was es zu bedenken gab. Das ist dann also quasi der vereinfachte Term. Viel einfacher kann man es jetzt eigentlich kaum noch machen. Also ich wüsste nicht auf Anhieb, wie man das jetzt nochmal einfacher machen sollte. Und damit ist dieser Term genug vereinfacht. Mathehilfe24. Mit uns kannst du rechnen.